Kinder, hallo liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder da seid, hier zu unserem Singkreis, diesmal am Nachmittag um 16 Uhr. Herzlich willkommen heißen euch heute die Lilo, die Michi und die Silvia. Ja, liebe Kinder, wir haben heute ein ganz besonderes Thema und Lilo hat dieses Thema wieder mal mit uns so hervorragend vorbereitet. Wir feiern heute Muttertag. Ja, schaut euch doch mal um. Habt ihr denn überhaupt schon die ganzen Herzen gesehen? Überall liegen hier Herzen an der Wand. Ja, aber am Sonntag war doch Muttertag. Ich liebe ja den Muttertag, denn ich liebe nämlich meine Elefantenmama. Habt ihr eigentlich auch eine Mama, Silvia, Michi? Ja, liebe Lilo, ich habe auch eine Mama, die beste Mama dieser Welt. Hallo Mama! Ja, und auch ich habe die allertollste Mama auf der Welt, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Lieben Gruß, Mama! Ja, liebe Lilo, wollen wir nochmal mit unserem Begrüßungslied starten? Die Kinder haben es ja schon leise im Hintergrund gehört. Du hast uns ein neues Lied mitgebracht. Ja, genau, ein neues Begrüßungslied. Das heißt, wir fangen jetzt an und das habe ich in der Metzingerstraße gelernt. Oh, toll, liebe Lilo. Da sind wir mal ganz Ohr. Okay, auf drei, wie immer. Eins, zwei, drei. Wir fangen jetzt an, wir fangen jetzt an. Wir gehören zusammen, das sieht man uns an. Wir gehören zusammen, das sieht man uns an. So, so, ja, ja, so, so, ja, ja, wir fangen jetzt an, wir fangen jetzt an. Und dann jeder im Kreise spielt mit, wie er kann. Und dann jeder im Kreise spielt mit, wie er kann. So, so, ja, ja, so, so, ja, ja, wir fangen jetzt an, wir fangen jetzt an. Und ein jeder ist wichtig, weil ein jeder was kann. Und ein jeder ist wichtig, weil ein jeder was kann. So, so, ja, ja, so, so, ja, ja, was für ein schönes Lied, liebe Lilo. Das ist ja ganz, ganz toll. Jeder kann etwas und jeder auf dieser Welt ist wichtig. Und ganz besonders unsere Mamis. Oh ja. Ja, liebe Kinder, liebe Lilo, zum Beginn unseres Kreises wollen wir natürlich auch auf unsere Wetteruhr schauen. Liebe Lilo, was für ein Wetter haben wir denn heute? Ja, weißt du, Silvia, also ich finde ja, Livestream-Wetter ist immer gutes Wetter. Also schau doch mal aus dem Fenster. Die Sonne scheint natürlich wieder für uns. Toll, liebe Lilo. Dann steht ja hier das auf der Sonne genau richtig, unser Schild. Töre. Töre. Und dann schauen wir weiter. Liebe Lilo, gestern war Montag. Und heute, liebe Lilo? Also nach dem Montag kommt immer der Dienstag. Der Dienstag ist der zweite Tag der Woche. Dann schieben wir unser Schild auf den Dienstag. Super. Und dann gehen wir mal gleich weiter. Was für ein Datum haben wir denn heute, liebe Lilo? Also, am Sonntag war ja Muttertag. Mhm. Und das war der 10. Mai. Mhm. Weil heute Dienstag ist, dann muss ich einfach weiterzählen. 10, 11, 12. Der 12. Mai, Silvia. Jawohl, liebe Lilo. Schau, ich habe das gleich umgestellt. Ganz genau richtig. Und weißt du was? Heute ist der 12. Mai. Ja, ein ganz besonderer Tag, glaube ich, liebe Lilo. Ja, vor allem für unsere zwei Minis aus der Metzingerstraße. Die kenne ich so gut. Das sind der Vincent und der Jonas. Und die haben heute beide Geburtstag. Ja, toll. Hallo Vincent. Hallo Jonas. Alles Liebe und Gute zu eurem Geburtstag. Ein schönes Fest. Lasst euch kräftig feiern. Ja, genau. Und weißt du was, Silvia? Mhm.
Den beiden möchte ich so gern einen Regenbogen schenken und 100 Seifenblasen und einen Kieselstein und eine Wolke und ein Kuchenherz. Dann machen wir das doch, liebe Lilo. Schenken wir doch den Geburtstagskindern all das, was du aufgezählt hast. Oh ja, dann singen wir unser Geburtstagslied. Ich schenke dir einen Regenbogen. Oh auf ja. Drei. Eins, zwei, drei. Ich schenk dir einen Regenbogen, rot und gelb und blau. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Du weißt es doch genau. Ich schenk dir 100 Seifenblasen, die spiegeln mein Gesicht. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Nein, ich verrat's dir nicht. Ich schenk dir eine weiße Wolke hoch am Himmel dort. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Es ist ein Zauberwort. Ich schenk dir einen Kieselstein, den ich am Wege fand. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Ich schreib's in deine Hand. Ich schenke dir einen Luftballon, er schwebt ganz leicht empor. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Ich sag dir leise ins Ohr. Ich schenke dir ein Kuchenherz, drauf steht, ich mag dich so. Ich wünsch dir was, was ist denn das? Jetzt weißt du sowieso. Töre! Töre! Ja, und liebe Kinder, ihr habt ja auch zum Muttertag euren Müttern ganz tolle Geschenke gemacht. Wir haben ganz viel von euch gehört, dass ihr Bilder gemalt habt, Fotos gemacht habt und ganz schöne Basteleien für die Mamis. Und die Kinder in der Notgruppe, in der Menzinger Straße, in unserem Minihaus, die haben allen Mamas solche Herzchen gemacht mit dem schönen Rosé, der besten Farbe für alle Mamas. Das schöne Rosé, was alle so mögen. Und hier ist noch ein Herz. Und das wurde mit einer Schnipseltechnik gemacht. Ganz viele Schnipsel sind hier auf dieses Herz geklebt worden. In stundenlanger Kleinarbeit für unsere Mamas im Minihaus München. Toll, wirklich toll sind die geworden. Und weißt du was, Silvia? Ja? Ich habe meiner Mama auch was geschenkt am Sonntag. Oh, da bin ich aber gespannt. Hat das etwas damit zu tun, dass hier solche Schalen im Kreis stehen, die du vielleicht der Mama aus der Küche stibitzt hast? Ja, genau. Aber bevor ich die Schalen stibitzt habe, habe ich noch einen riesigen Blumenstrauß mit Papas Hilfe besorgt. Und dann habe ich der Mama noch einen leckeren Elefantenkuchen gebacken. Lecker. Und weißt du denn überhaupt, warum wir Muttertag feiern, Silvia? Lilo, ich weiß das, aber ich glaube, du bist sehr klug und kannst die Frage auch unseren Kindern vor den Bildschirmen beantworten. Ja, also der Papa hat es mir erklärt und es war so. Also wir feiern den Muttertag für die tollsten Elefantenmamas und Menschenmamas auf dieser Welt, weil die einfach so wichtig sind. Überleg doch mal, Kinder, was die alles für uns machen. Sie putzen für uns, sie spielen mit uns, sie waschen unsere Wäsche, sie kochen etwas für uns, sie trösten uns. Ach, da fällt mir so viel ein. Und diesen Muttertag, den feiern wir jetzt schon seit fast 100 Jahren für alle Mamas auf dieser Welt, weil sie einfach so toll und so wichtig sind. Ein so schönes Fest, was wir nicht nur normalerweise nur einmal im Jahr feiern sollte, sondern an allen Tagen des Jahres. Denn unsere Mamas sind spitze. Jeden Tag wieder. Ja, und also dieser Muttertag, der ist immer
am zweiten Sonntag im Mai. Deswegen ist das immer ein anderes Datum. Aber Kinder, nächstes Jahr zählt ihr einfach den 2. Mai ab Sonntag im 2. Den 2. Sonntag im Mai. So heißt es. Dann wisst ihr, da ist Muttertag. Oh ja. Ja, und jetzt kommen wir doch zu diesem ganz tollen Experiment. Ich glaube, es ist ein Experiment, was du uns mitgebracht hast, liebe Lilo. Ja, genau. Das habe ich im Mini-Haus gelernt. Extra für meine Mama. Mhm. Und das geht so. Also, die Schüsseln habe ich ja mitgebracht. Ja. Und vorhin habe ich noch mit Michis Hilfe Blumen ausgeschnitten aus Tonpapier. Mhm. Ja, das ist so ein Kreis mit Blütenblättern. Liebe Kinder, das könnt ihr ganz einfach auch nachbasteln. Einfach einen runden Kreis mit Blütenblättern daran. Und die dürfen ruhig unterschiedlich klein und groß und dick und dünn sein. Ja, genau. Und in unterschiedlichen Farben. Wir haben blaue ausgeschnitten, gelbe Blumen, orangene. Also wie ihr möchtet. Und dann, liebe Kinder, nehmt ihr die Blume und knickt die Blütenblätter einfach so in die Mitte. Und schön festdrücken. Hier auch an den Ecken. Man nennt das auch Falzen. Ganz schön alle Blütenblätter in die Mitte. Bis alle so geschlossen sind wie eine Seerose. Genau. Und Silvia, schau mal. Wir haben ja hier das Wasser vorbereitet und wenn du jetzt in die Schale etwas Wasser gibst, dann werden wir die Seerose ganz vorsichtig hineinlegen und hoffen, dass sie sich öffnet. Da braucht man etwas Geduld, aber ganz langsam steigt das Wasser trotz Schwerkraft nach oben in die Blütenblätter. Ja. Das Wasser saugt sich voller Papier und die Seerose öffnet sich. Ganz langsam, wie auch in der Natur. Eine Seerose ganz langsam ihre Blütenblätter öffnet und sich zur Sonne streckt. Hokus pokus, simsalabim, eine Blume liegt darin. Das Wasser steigt in die Blütenblätter, wie bei meinem allerersten Tulpenexperiment, das ich euch mitgebracht hatte. Ja, ganz genau. Da hatte es den gleichen Effekt. Denn Wasser steigt manchmal nach oben, liebe Lilo. Was das Wasser alles kann, verrückt. Ja, und durch diese Falttechnik entstehen solche Kanten, durch die dann die Röhrchen, die Papierblätterröhrchen ganz, ganz eng werden, weil es ist ja gepresst, das Papier, und da kann das Wasser durchschlupfen und nach oben steigen. Eine super Sache. Sollen wir das gleich nochmal machen? Ja, wir gießen wieder Wasser hier in die Schale und setzen dieses Mal zwei Blumen herein. Eine gelbe und eine blaue. Genau. Ui! Silvia, die gelbe Seerose. Ja, die habe ich gerade noch mal ganz fest gepresst, liebe Kinder. Ihr habt das vielleicht gesehen. Und deswegen ist sie ganz schnell aufgegangen. Töre! Töre! Und während die Blumen jetzt weiter aufgehen und wir euch das gleich noch mal zeigen, hat Lilo uns ein ganz tolles Fingerspiel mitgebracht, liebe Lilo. Das habe ich nämlich mit Papas Hilfe gelernt und der Mama am Sonntag aufgesagt. Das ist ganz schön lang. Also, liebe Kinder, hört gut zu. Es geht so. 5 Freunde hier an unserer Hand, die sind uns allen wohl bekannt. Sie haben, Kinder, gebt nun acht, zum Muttertag sich etwas ausgedacht. Der erste sagt, ich sauge die Stube und mach alles fein. Da wird sich die Mama sicher freuen. Der zweite sagt, ich mache das Frühstück mit Müsli und Saft. Den trinkt Mama gerne. Er schmeckt
und gibt Kraft. Der dritte sagt, ich backe mit Oma zum Muttertag den Kuchen mit Nüssen, den Mama so mag. Lecker, lecker. Der vierte sagt, ich pflücke die Blumen zum einen riesigen Strauß. Dann duftet es herrlich im ganzen Haus. Der fünfte, der Kleine, der sagt ganz zum Schluss, ich male Herzen und geb Mama einen Kuss. Das war aber schön, Lilo. Das hast du ganz toll gemacht. Und ihr, liebe Kinder, habt schon ein bisschen mitgemacht. Das war so großartig, das wollen wir noch einmal machen. Damit es alle Kinder lernen können und es ihrer Mama heute Abend noch mal erzählen können. Weil Muttertag ist ja jeder Tag. Oh ja, das ist eine super Idee. Also, holt eure Finger raus. Los geht's. Fünf Freunde hier an unserer Hand, die sind uns allen wohl bekannt. Sie haben, Kinder gebt nun acht, zum Muttertag sich etwas ausgedacht. Der erste sagt, ich sauge die Stube und mach alles fein. Da wird sich die Mama bestimmt riesig freuen. Der zweite sagt, ich mache das Frühstück mit Müsli und Saft. Den trinkt Mama gerne. Er schmeckt und gibt Kraft. Der dritte sagt, ich backe mit Oma zum Muttertag den Kuchen mit Nüssen, den Mama so mag. Lecker. Der vierte sagt, ich pflücke die Blumen zum riesigen Strauß. Dann duftet es herrlich im ganzen Haus. Der fünfte, der Kleine, der sagt ganz zum Schluss, ich male Herzen und geb Mama einen Kuss. Töre. Töre, das war toll, liebe Lilo. Schön, dass ihr mitgemacht habt, liebe Kinder. Ja, kommen wir doch jetzt nochmal zu unserem Experiment. Schauen wir doch mal auf unsere Blumen, ob die jetzt alle aufgegangen sind. Da haben wir die gelbe Blume. Die sind wirklich ganz schnell aufgegangen. Jetzt hat die blaue Blüte auch wieder ein bisschen mehr Platz und öffnet sich vielleicht ja, auch noch. Genau, ja. Genau, die kann man auch ganz vorsichtig bewegen. Mhm. Und jetzt gießen wir nochmal Wasser in diese orangene Schale. Durch ein bisschen mehr, weil wir jetzt größere Blumen hier hereinlegen. Hier noch in die rote Schale. Silvia, das sind ja richtige Mini-Hausfarben. Rot und orange. Ja, genau. Töre. Und hier hast du uns jetzt, liebe Lido, eine ganz besondere Überraschung gemacht für unsere lieben Mamas. Da ist was ganz Tolles drin. Dann lassen wir uns mal überraschen. Wir legen es wieder auf das Wasser. Machen das gleich mit der orangenen Blume auch. Und dann Hokus Pokus Simsalabim. Da liegen Wasser, da liegen Blumen im Wasser drin. Und schaut mal, liebe Kinder, schaut mal, liebe Zuschauer, liebe Muttis, was sich da öffnet. Ich kann schon etwas lesen, Silvia. Ich habe dich ja gern. Ja. Liebe Mama. Ja. Und in der Mitte, da steht etwas auf Englisch. Home is where Mom is. Das bedeutet so viel wie Zuhause ist, wo Mama ist. Das ist wunderschön. Das Zuhause ist da, wo die Mama ist. Oh ja. Das ist für uns alle Menschen auf der Welt ganz wichtig, gell? Ein Zuhause. Da, wo die Mama ist und da, wo auch der Papa ist. Und das unsere Familie. Genau, auch ganz egal, ob wir Elefanten sind, Menschen oder Vögel.
Die Familie ist einfach das Allerwichtigste. Genau, dazu hast du uns noch ein Lied mitgebracht, liebe Lilo, was die Kleine und die Großen, nämlich die Mamas und Papas, auch können und was ganz toll zu unserem Thema passt. Und ja, Silvia, das ist ein wahrhaftiger Klassiker. Den kennen alle Mamas und alle Kinder. Das Lied heißt, kommt ein Vogel geflogen. Oh ja, das können wir alle miteinander singen. Auf drei. Auf drei. Eins, zwei, drei. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettel im Schnabel von der Mama einen Gruß. Hat ein Zettel im Schnabel von der Mama einen Gruß. Lieber Vogel, fliege weiter, nimm ein Gruß mit und ein Kuss. Denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Töre. Töre. Und das ist wieder eine ganz tolle Überleitung auch zu unserer nächsten Sendung am Donnerstag, wo es wieder um die Öko-Kids geht. Und unser schönes Thema zu Öko-Kids heißt... Hör doch mal. Lausch doch mal, so wie ich, wie die Lilo lauscht. Mensch, wie konnte ich das nur vergessen? Lausch doch mal, wer singt denn da? Genau. Und uns lauschen und uns singen wird es auch wieder am Donnerstag gehen. Da treffen wir uns wieder um 10 Uhr zu unserem klassischen Morgenkreis hier im Studio. Und wir haben auch wieder einen Überraschungsgast für euch, liebe Kinder. Bis dahin, macht es gut. Vielleicht habt ihr Lust, ein Experiment mal auszuprobieren mit diesen Blumen, um vielleicht für die Mama oder den Papa so ein schönes Geschenk zu machen. Wir freuen uns wieder auf eure Werke, auf eure Fotos unter livestream@minihaus-münchen.de. Du Silvia? Ja? Könnten wir das Lied nochmal singen? Kommt ein Vogel geflogen? Können wir machen, liebe Lilo. Sehr gerne. Das gefällt mir nämlich so gut. Dann grüße ich nämlich auch nochmal meine Freunde, die lieben Vögel, die sich doch so gern auf meinen Elefantenrücken und meinen Rüssel setzen. Oh, sehr gerne, liebe Lilo. Und vielleicht verabreden wir uns bei diesem Mal, ob wir für die Muttis singen oder für die Mamas. Was meinst denn du, liebe Lilo? Also ich sag immer Mama zur Mama. Dann machen wir das, liebe Lilo. Dann singen wir das Mama-Lied. Nein, kommt ein Vogel geflogen. Für die Mamas und für die Vögel. Jawohl, so machen wir es, liebe Lilo. Törö, auf drei. Eins, zwei, drei. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettel im Schnabel von der Mama einen Gruß. Hat ein Zettel im Schnabel von der Mama einen Gruß. Lieber Vogel, flieg weiter, nimm mein Gruß mit und ein Kuss. Denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Toll. Töre, das war große Klasse. Liebe Lilo, vielen Dank. Liebe Michi, vielen Dank. Vielen Dank euch Kindern. Macht's gut. Bis Donnerstag wieder hier im Singkreis. Genau. Tschüss. Bis Donnerstag. Freut sich schon aufs Aus und Aus. Heute ist
aus der Stirn. Viel geübt und viel gesungen, da kochte schon mal unser Hirn. Viel gebastelt, einstudiert, wir hoffen, dass